In diesem Jahr hat die Jury eine neue Kategorie eingerichtet, die besten Longseller. Staunenswert, wie viele Kalender sich seit 20, 30, 40 Jahren auf dem Markt mit stabilen Verkaufszahlen behaupten können. Mit jährlich über 400.000 Lesern ist der Lebensfreude-Kalender des Pahl Verlags einer der meistverkauften in Deutschland. Pahl steht für praktisch anwendbare Lebenshilfen, die hier im Kalender in Form von Fotos und ermunternden Sätzen in einer sehr klaren, einfachen Sprache geboten wird. Alle 10 Tage sind mit einem der selbst formulierten Sprüche zum Nachdenken versehen. Eine Verlegerin, die bis zur Perfektion tüftelt, um die passenden Fotos zu den passenden Texten zu finden, manchmal auch Zeichnungen, die sie kombiniert und umgekehrt, so entsteht der literarische Katzenkalender. In diesem Jahr bereits zum 27. Mal erscheint er in 5-stelliger Auflagenhöhe. Er ist das Original, oft kopiert, nie erreicht, geistreich, verspielt, überraschend. Die unterschiedlichsten Facetten eines Katzenlebens herauszuarbeiten, und zwar so zu herausarbeiten, wie wir es hier sehen, das spüren die Betrachter, das ist Passion. Der Karikatun ist vor allem ein Ostseller, denn 1979 kam der Kalender mit den frechen, provozierenden, witzigen, satirischen Cartoons erstmals in der DDR auf den Markt und war dort teils als Bückware sehr begehrt. Eine gleichnamige Ausstellungsreihe gab es schon einige Jahre zuvor in Leipzig. Unverändert spitzen mehr als 70 Karikaturisten und man sieht, wie unterschiedlich auch die Art der Zeichnungen sind. Spitzen also diese 70 Karikaturisten Situationen zu, sie bringen Fragestellungen auf den Punkt und die Betrachter zum Nachdenken. Qual der Wahl also für die Jury, die sich nach intensiven Debatten schließlich auf den literarischen Katzenkalender als Siegerin in der Longlist-Sparte entschieden hat.